Wir haben das Thema Bienen. Das Bienenleben. Es gibt immer eine Königin. Die wird bei ihrem Hochzeitsflug von den Drohnen befruchtet. Dann erst kann sie Eier legen. Die Königin kann als einzige Biene Eier legen. In einem Bienenvolk gibt es ungefähr 800 bis 1000 Drohnen. Drohnen haben nur eine Aufgabe, und zwar sie befruchten die Bienenkönigin bei ihrem Hochzeitsflug. Danach sterben die Drohnen. Der größte Teil aus dem Bienenvolk sind die Arbeiterinnen. Die Arbeiterbienen durchlaufen in ihrem Leben verschiedene Stationen und haben verschiedene Aufgaben. Wenn die Biene geschlüpft ist, säubert sie sich zuerst selber. Dann arbeitet sie als Putzbiene, dann als Amme, dann als Baubiene oder Honigmacherin. Nachher als Wächterin. Den Rest ihres Lebens ist sie eine Flugbiene. Wie Bienen entstehen. In Deutschland gibt es ungefähr 560 Wildbienenarten. So sieht eine Wildbiene aus. 6 Beine, Brust, einen Stachel, 2 Fühler, einen Saugrüssel, ein Hinterleib, einen Kopf, 2 Flügel und 2 Augen. Die Bienenwaben bestehen aus 6-säckigen Zellen. Die Bienenwaben bestehen aus Wachs. Das Leben der Bienen. Die Arbeiterinnen bauen die Brutzellen. Nach 3 Tagen schlüpft aus dem Ei eine Larve. Die Arbeiter füttern die Larve etwa 150 Mal am Tag mit Futtersaft, Honig und Pollen. Die Arbeiter verschließen die Brutzelle mit Wachs und die Larve verpuppt sich. Die junge Biene nagt sich beim Schlüpfen durch den Wachsdeckel.